habe ungefähr 5 Jahre bei der Polizei gearbeitet, aber die Mittel wurden gekürzt und umverteilt und da wollten sie mich in eine andere Abteilung versetzen. Und das war der Zeitpunkt, sich zu verändern. Und es sieht so aus, als ob der private Sektor mir doch mehr Herausforderung bieten würde. 3 Wochen. Ja, natürlich, in 3 Wochen könnte ich noch einmal bei Ihnen vorsprechen, wenn ich dann noch frei bin. Allerdings hoffe ich doch, mich bereits vorher zu verändern. Drogentest? Soll das ein Witz sein? Ich war ein Polizist. Nein, nein, eigentlich nicht. Ich habe noch nicht studiert, aber ich habe ziemlich lange in der Strafverfolgung gearbeitet und, so wartet man und wartet man. Also ausgesprochen wird der Castillo, ja? Es ist ein spanischer Name, aber ich... Geboren wurde ich hier und ich habe sogar einen Führerschein. Wollen Sie ihn sehen? Anscheinend muss ich noch mal herkommen. Ich habe meine Brieftasche vergessen. Wie lautet das Passwort? Wie auch immer, du bist zu spät. Ich musste warten, bis die Luft rein ist. Ich habe mir schon immer gewünscht, das zu sagen. Jetzt müsste es nur noch Nacht sein, die Straßen verregnet und dir fehlt der Trenchcoat. Würdest du bitte damit aufhören? Diese Treffen sind keine gute Idee, Sascha. Wir sollten uns eigentlich gar nicht sehen. Von mir aus, wenn du das willst? Ich glaube schon, dass man unbedingt diskret sein muss, wenn man indiskret ist. Und denkst du nicht, dass du deinen Freund ein bisschen zu kurz hältst? Das könnte gefährlich sein. Nein, das habe ich unter Kontrolle. Ich wäre nicht hier, wenn es nicht so wäre. Was denkt Tonell, wo du bist? Hasenjagen. Du wirst ja richtig langweilig. Soweit ich mich erinnere, hast du unsere heimlichen Treffen früher sehr aufregend gefunden. Da war ich ja auch noch jünger. Ach ja? Ein paar Monate jünger. Und ich habe gelernt, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, so gefährlich zu leben. Nennt man so ein Bild nicht Metapher? Metaphern sollten Bilder sein, Gefühle sollten aufwühlend sein und Menschen, besonders Menschen wie du, sollte man schütteln. Dann schüttel mich mal. Ich würde lieber erfahren, warum du mich durch die Gegend hetzt. Ich habe ein paar Informationen für dich, aber wenn du weiterhin so gereizt und empfindlich bist, dann kann ich auch wieder... Wenn ich gereizt erscheine, liegt das bloß an meinem Selbsterhaltungstrieb. Aber ich schaffe es, dir zuzuhören, solange das, was du sagst, hörenswert ist. Okay, dann will ich dir eine hypothetische Frage stellen. Mhm. Wärst du eigentlich gerne der nächste Robert Barr? Ich denke doch, wir reden hier nicht über Reinkarnation. Nein, wir reden über das Hier und Jetzt. Ich verstehe das nicht, Robert. Warum machen Sie so etwas? Was ist? Was habe ich getan? Ich arbeite schon seit Wochen an den Plänen für den Keppel-Ferienclub in der Normandie. Das ist mir bekannt. Tja, dann verraten Sie mir, wieso das Grundstück verkauft wurde, auf dem wir in 2 Wochen bauen wollen. Verkauft? Haben Sie das nicht gewusst? Oh, das ist bestimmt nur eine Verwechslung. Sonst nichts. Dann ist es eine ziemlich üble Verwechslung. Ich arbeite wirklich hart daran und ich dachte, Sie stehen hinter mir. Das stimmt, Kelly. Ich bin begeistert von dem ganzen Projekt. Und Sie haben wirklich gute Arbeit geleistet, zu der ich Sie nur beglückwünschen kann. Und ich finde, Ihre Familie hat Sie viel zu lange unterschätzt. Meinen Sie das ernst? Aber sicher. Sie sind eine der vielversprechendsten Führungskräfte dieser Firma. Nun, danke sehr. Es ist schön, gelobt zu werden. Das hätte ich schon früher sagen sollen. Tut mir leid. Ist schon gut. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Ich erledige das. Entweder ist es ein schrecklicher Fehler oder jemandem ist ein großer Irrtum unterlaufen. Wie auch immer, ich werde es richtig stellen. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass es den ganzen Morgen dauert, den Zwinger zu reparieren. Und die Hunde einzufangen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid.
Das macht doch nichts. Jetzt ist der Zwinger repariert und die Hunde können trinken und fressen und wieder ins Haus rennen. Vielleicht lassen sie heute noch das Jaulen sein. Ach, diese Hitze. Wie heiß wird es jetzt wohl sein? 45 Grad, nicht zum Aushalten. Ich schwör dir, ich dachte, sie hätten eine Klimaanlage. Da steht sie doch. Weißt du, sehr viele Menschen bezahlen eine Menge Geld dafür, um in eine Wüstensauna zu gehen und so zu schwitzen. Wir kriegen es umsonst. Wie schön, dass du dir deine gute Laune nicht verderben lässt. Ach, wieso denn? Ich habe noch nie erlebt, dass Nörgeln irgendwas verbessert hat. Tja, noch haben wir einiges vor uns. Sie haben uns eine lange Liste hinterlassen, was wir tun können. Naja, wir können noch etwas unternehmen. Wir amüsieren uns und haben noch ein bisschen Spaß. Was denkst du? Verdient hätten wir es. Spaß, das klingt nach einer interessanten Abwechslung. Also, was steht ganz oben auf deiner Liste? Naja, wir könnten uns ja zwei Pferde satteln und ein bisschen ausreiten. Dafür ist es zu heiß. Da kriegen wir bestimmt einen Hitzschlag. Richtig, war eine furchtbare Idee. Wie wär's mit Schwimmen? Na, Schwimmen? Ist hier ein Swimmingpool? Naja, kein richtiger Swimmingpool, aber so eine Art Tümpel ist hier. Und der ist gar nicht so weit entfernt, vorausgesetzt, die Karte hier stimmt. Dann gehen wir doch los. Wo ist es genau? Ich hab mich geirrt. Es ist ein 45-Minuten-Marsch. Aber nach Süden. Und warum ist Süden besser? Keine Ahnung. Vielleicht wird es kühler, wenn man nach Süden geht. Du bist unverbesserlich. Ach, ich versuche nur das Beste aus der Situation zu machen. Ja, und das Beste ist ein Swimmingpool. Ich ziehe die Badehose an. Okay. Die Wahrheit ist, dass Tunnel vorhat, Barr fertig zu machen. Wahrscheinlich ist er am Ende der Woche schon Geschichte. Das verstehe ich nicht. Was brachte ihn dazu? Das kannst du dir doch selbst ausrechnen. Er ist ihm in den Rücken gefallen und so ein Verhalten wird von Tunnel nicht toleriert. Also muss Barr weg und wahrscheinlich schon in den nächsten 48 Stunden. Wieso so schnell? Geduld ist nicht unbedingt seine Stärke. Wenn er etwas nicht mehr gebrauchen kann, ist er sofort bereit, es wegzuwerfen. Das ist eine sehr zynische Beschreibung von Robert. Oh, tut mir leid, ich verletze nur ungern dein zartes Gemüt. Informationen wie diese haben für gewöhnlich einen hohen Preis. Was erwartest du von mir? Ich will nicht so behandelt werden, als wäre ich Judas persönlich. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ich sowas aus Freundschaft tue? Befreundet sind wir schon sehr lange, Sascha, und du hast mir noch nie sowas Großes geliefert. Weißt du, ich bin es leid, so behandelt zu werden, als wäre ich bloß eine kleine Hure. Alles und jedes hat seinen Preis. Aber das solltest du wissen. Vielleicht verstehen wir uns deswegen so gut. Weißt du was? Du hast 3 Monate mit mir geschlafen, um an Informationen ranzukommen. Und erreicht hast du gar nichts. Sagen wir, was die Informationen angeht. Naja, vielleicht will ich dich nur für deine Mühe belohnen. Kam dir nie in den Sinn, dass ich es vielleicht einfach nur deshalb tue, weil ich es so will? Cleverer Schlachtplan. Eine Insider-Attacke, die systematisch Teile eines Unternehmens lahmlegt. Denken Sie, ich habe die leiseste Ahnung, wovon Sie sprechen? Ich hatte gerade ein Telefonat mit Paris. Das Grundstück in der Normandie haben Sie hinter meinem Rücken verkauft. Warum sollte ich das denn tun? Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie die Schweizer Konten eingefroren haben. Und Sie sind sicher, dass ich dafür verantwortlich bin? Wer sollte es sonst sein? Nun, ganz gemein gesagt, Ihre eigene Inkompetenz und Gleichgültigkeit. Sie müssen es ja wissen, denn Ihr Name steht überall drunter. Anscheinend haben Sie das vergessen. Sie bewegen sich auf dünnem Eis und das schon sehr lange. Vielleicht fängt es an, unter Ihnen wegzubrechen. Ja, weil Sie kräftig daran kratzen. Nur zu, machen Sie weiter so. Ich wusste, es kommt irgendwann. Es ist egal, was Sie tun. Ich bin unverwundbar. Ach, wirklich? Ich bin überrascht, das zu hören. Was unterscheidet Sie denn so vom Rest der Menschheit? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich frage mich, ob Sie eine Ahnung davon haben, wie enttäuscht ich von Ihnen bin, Robert. Nicht, dass es Sie interessiert, aber eigentlich hatte ich große Hoffnung in Sie gesetzt. Damals, als ich Sie fand, waren Sie doch bloß ein kleiner Gauner mit einem großen Traum. Ich habe Ihnen die Welt eröffnet. Ich habe Ihnen gezeigt, wie sie aussieht, was möglich ist. Ich habe Dinge in Ihre Reichweite gebracht und Ihnen gezeigt, wie man sie auch kriegt. Ich war stolz auf Sie, Robert, anfangs. Sie waren wie ein Sohn für mich. Das Problem ist, Ihnen hat immer die echte Klasse gefehlt. Sie waren dafür einfach zu schwach und fehlbar wie der ganze Rest.
Sie hatten alles und warfen es weg. Sie haben ihre ganze Macht für diese Capwell geopfert. Und zu guter Letzt haben sie sie nicht mal gekriegt. Was für eine Ironie. Naja, das kommende Silvester werden sie ganz bestimmt in einem verwanzten Hotel mit einer billigen Flasche Whisky und ohne Frau feiern. Weil sie es sich nicht mal mehr leisten können, dafür zu bezahlen. Ich kaufe mir keine Gesellschaft, das ist nicht mein Stil. All die Dinge, auf die ich Wert lege, haben keinen Preis. Deswegen kommen Sie auch nicht an mich heran. Wie geht's dir, Mann? Hey, Cruz. Ich hab gerade an dich gedacht. Ich spendiere dir ein Bier. Nein, danke. Ich muss mich heute noch vorstellen. Es ist besser, wenn ich dort ohne Fahne auftauche. Ach ja, du wurdest ja gefeuert. Gegangen, meine ich natürlich. Ist ein schwerer Schlag, was, Cruz? Tja, nichts dauert ewig. Ach, lass den Kopf nicht hängen. Du kriegst doch 100 Angebote. Zum Glück geht's dir nicht wie mir. Ich krieg keinen Klienten, egal was ich tue. Vielleicht renovierst du mal dein Büro? Ach, daran liegt's nicht. Es liegen ein paar Beschwerden gegen meine Lizenz vor. Und von wem? Das spielt keine Rolle. Robert Barr? Tja, das hast du jetzt von der Arbeit mit mir, Mann. Einfach unglaublich. Vielleicht habe ich einen Tipp für dich. Wieso gehst du nicht zu Julia Capwell? Wieso zu ihr? Sie repräsentiert die Waterfront Business Association und die haben Probleme wegen dieser Diebstahlserie, mit der sie zu kämpfen haben. Die Polizei scheint nichts unternehmen zu wollen und sie suchen einen Detektiv, um der Sache ein Ende zu bereiten. Ja, ich habe davon gelesen. Hey, das ist ein ziemlich großer Fall, Mann. Wäre eher was für dich. Tja, ich kann doch nicht überall sein. Ja, klar, ich sehe schon. Du hast bestimmt noch einen größeren Fisch an der Angel. Nein, ich schätze, dass das viel Geld bringt. Ja, das sehe ich genauso. Ich weiß nicht. Was stimmt nicht? Klar, ich freue mich schon über dein Angebot. Aber ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Das ist ein ziemlich großer Fall. Ich bin eher für schmutzige Sachen zuständig. Ach, was soll das? Sowas erledigst du in einer Minute. Und wenn du jemanden brauchst, der ständig gute Ideen hat, dann bin ich in der Nähe. Nicht so schnell, sonst werde ich 5-mal am Tag bei dir auf der Matte stehen. Geht in Ordnung. Du hättest eine Chance verdient. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ja? Ja. Also, wenn das so ist, dann werde ich mich mal vorstellen. Gut. Es ist mir sehr unangenehm, einen Kandidaten an meine Wäsche zu lassen. Das muss es dir wirklich nicht sein. Du willst mich also nicht sehen. Ich wüsste nur zu gern, wieso. Erwartest du jemand anderen? Wenn es so wäre, würdest du gehen? Nein. Das dachte ich schon. Weißt du, du hast mich nie gefragt, was ich von der Sache halte. Ist mir nie eingefallen. Ich hätte angenommen, dass du wie der Rest der Familie hinter mir stehst. Naja, fast die ganze Familie. Ja, Eden hat mir gestern von deiner Dinnerparty erzählt. Ja, es war sehr schade, dass du nicht kommen konntest. Sophia sagte mir, dass deine Arbeit jetzt Vorrang hat. Ich habe gelacht und so getan, als würde ich ihr glauben. Es war wegen meiner Arbeit. Und ich habe gehört, Daddy war nicht besonders begeistert von deiner Ankündigung. Nein, aber ich erwarte auch nicht mehr von ihm. Er denkt das zwar, aber ich kenne ihn viel zu gut, um das zu erwarten. Er ist nicht als einziger dagegen. Oh. Ich habe auch so meine Bedenken. Ich finde die Idee sehr dumm, dass du jetzt kandidierst und Geheimagent spielst. Womit würde ich denn deiner Meinung nach nicht meine Zeit verschwenden? Du solltest dich den Geschäften widmen. Ich bin anscheinend die Einzige in der Familie, der es um die Firma geht. Ich denke, Dad hat dich einer Gehirnwäsche unterzogen. Sehe ich das richtig? Ich bin wahrscheinlich seine letzte Hoffnung. Und wenn ich es ganz allein tun muss, dann mache ich es. So etwas schafft man nicht allein. Nicht, dass deine mageren Bemühungen nicht von uns geschätzt werden, aber Dad und ich sind wirklich die einzige Gefahr für Robert Barr. Kann es sein, dass du dich etwas überschätzt? Das letzte Mal, als wir nach deinen Plänen vorgingen, verlor ich meinen Job und die Firma landete in feindlichen Händen. Ich denke nicht, dass wir dich auf der Rückreise am Ruder haben wollen. Verstehst du das? Hallo. Hallo. Ich denke, das wird Sie interessieren. Die Sache in der Normandie ist geklärt. Es war ein Fehler. Ich habe ihn korrigiert. Oh, danke schön. Tut mir leid, dass ich vorhin so ausgeflippt bin, aber ich bin es gewöhnt, dass man mir in den Rücken fällt und mir nicht vertraut. Ich bin da ein bisschen paranoid.
Das ist völlig verständlich. Ich habe den Eindruck, dass CC und Mason Ihnen niemals den verdienten Respekt entgegengebracht haben. Das überrascht mich, denn Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie eine fähige Führungskraft sind. Finden Sie? Schön, dass Sie das so sehen. Kelly, im Augenblick scheint sich hier einiges zu verändern. Ich werde in Zukunft wenig Zeit für das Tagesgeschäft in der Firma haben. Das bedeutet viel für Sie und Ihre Familie betrifft es auch. Was soll das heißen, Sie übergeben die Firma an mich? Es wird Sie sicherlich interessieren, dass ich noch im Laufe des Jahres aus der Firma ausscheide. Ganz sicher. Wieso sollten die Capwells nicht die Führung übernehmen? Mit Ihnen an der Spitze? Also, einen Moment mal, Robert. Heißt das, Sie übergeben die Firma mir? So in etwa habe ich mich ausgedrückt. Eins würde ich gerne noch wissen. Wieso? Warum sind Sie so misstrauisch? Glauben Sie, die Kontrolle über die Firma erhalten Sie nur mit einem Trick? Ich bin nicht sicher, wieso, aber es klingt nicht sehr glaubwürdig. Haben Sie Angst, dass Sie der Verantwortung nicht gewachsen sind? Lenken Sie nicht ab, Robert. Ja, ich trage gern die Verantwortung, auch wenn das einige Leute bezweifeln. Das kann sich ändern. Mein eigener Vater und Bruder haben nicht viel Vertrauen in meine Führungskraft. Das liegt an deren Kurzsichtigkeit. Ich kann ganz klar sehen, wo ihre wahren Qualitäten liegen. Wieso kommen Sie auf mich? Wieso nicht ihn? Sie wäre ja wohl die logischere Wahl. Das Verhältnis zu ihr ist etwas schwierig geworden. Wieso ich, Robert? Ich muss die Entscheidung treffen und ich entscheide mich für Sie. Ich habe eine hohe Meinung von Ihnen, aber sie ist raus aus der Geschäftswelt. Sie ist eine fantastische Hausfrau. Sie ist zufrieden und backt Kekse und wechselt die Windeln und verwöhnt ihren Mann. Ich denke nicht, dass Sie sie so einfach vergessen können. Lassen wir doch das Thema eben. Kommen wir zum Eigentlichen zurück. Akzeptieren Sie mein Angebot oder nicht? Also, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich würde es versuchen. Sie brauchen nichts weiter zu sagen, okay? Ich will Sie nur bitten, sich um eins meiner Projekte zu kümmern. Sirenas. Wenn man die Infrastruktur entwickelt, kann es zu einem brandheißen Inselprojekt werden. Das sehe ich genauso wie Sie. Es liegt idyllisch und ist wunderschön. Also gut, wir werden es im Auge behalten. Hier ist eine Liste mit ein paar weiteren Projekten, die sollten wir entwickeln. El Diablo? Sie wollen in El Diablo investieren? Warum nicht? Naja, weil es in der Wüste liegt. Da sind nur Sträucher und Sie nehmen mich nicht ernst. Wir machen daraus ein Paradies. Habe ich mich jemals geirrt? Nein, das kann man so nicht sagen. In Ordnung, machen Sie einfach weiter. Also, mir sind diese Projekte sehr wichtig. Egal, was mit der Firma passiert, sprechen Sie mit den Anwälten. Sie müssen eine Gesellschaft gründen, die alles kontrolliert. Sie und ich werden Co-Direktoren. Keiner kann ohne den anderen eine Entscheidung treffen. Auf diese Art werden die Projekte geschützt, selbst vor einem Bankrott. Wir sind noch nicht im Geschäft und es wird schon von Bankrott gesprochen. Wir reden hier über unvorhergesehene Eventualitäten und schützen uns vor ihnen. Also vergessen Sie nicht, Sie haben die absolute Kontrolle. Gibt es einen besseren Beweis für mein Vertrauen in Sie? Na, sieh einer an, wie wäre es damit? Ich glaube, das ist der perfekte Ort zum Ausgehen. Nur nicht für die Mädchen, mit denen ich ausgehe. Na komm schon, setz dich hin. Es wird dir ans Herz wachsen. Naja, ich befürchte eher, dass wenn ich mich hinsetze, irgendetwas an mir kleben bleibt. Hör auf damit. Klar hätten wir irgendwo hingehen können, wo es schicker ist. Aber ich dachte, es wäre vielleicht leichter, sich hier zu entspannen. Entspannen? Ich denke, wir brauchen hier eher eine Wache. Jetzt hör endlich auf. Nimm einen Drink. Und lass einfach locker. Wir reden über Politik und vergessen alles andere. Ich habe gehofft, dass wir das Thema Politik heute vermeiden können und uns einfach so wie früher unterhalten. Meinst du, ich schütte dir mein Herz aus und du sitzt da und sagst nichts? Das ist nicht wahr. Ich habe dir alles über Michael und mich erzählt. Ja, eine Woche, nachdem ich selbst drauf gekommen war. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe dir ja schließlich alles gestanden. Ich kann nichts für deine misstrauische und schmutzige Fantasie. Kies nannte es meinen brillanten und ungezügelten Intellekt. Kein Wunder, dass du ihn vermisst. Also, ich kenne immer noch keine Details. Willst du nicht einige davon loswerden? Von welchen Details sprichst du eigentlich, Gina? Wie ist Ethan so im Bett? Und wie habt ihr zwei es am liebsten? Im Bett schläft er auf dem Rücken und er schnarcht auch nicht. Was machen wir sonst? Wir hören Musik und gehen hin und wieder essen. Ach, komm schon. Sonst glaube ich noch, du wärst Mutter Teresa. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Da kenne ich dich besser. Ich rede nur nicht gerne über intime Details. Das ist alles. Was? Ich habe geglaubt, wir können ein bisschen schmutzige Wäsche waschen. Gehen wir lieber. Nein.
Setz dich wieder hin. Okay. Beantworte mir eine Frage. Welche? Vergleiche Ethan mit Michael. Er ist, nicht ganz so groß, aber dafür etwas kompakter. Können wir jetzt vielleicht das Thema wechseln? Aha, das finde ich wirklich nicht fair. Ich meine nach allem, was du von meinen Männern weißt, und das waren eine Menge mehr. Naja, bei all der Erfahrung, was kann dich an meinen Kriegsberichten schon interessieren? Kriegsberichten? War es so übel? Nein, Ethan ist wunderbar. Der perfekte Ehemann in der Öffentlichkeit. Und wie soll ich das jetzt wieder verstehen? Mein Liebster ist eben Politiker. Er ist sich seiner Auftritte sehr bewusst. Jetzt wird es schon spannender. Weißt du, im Grunde denke ich nicht, dass er versucht, mich zu verstehen. Und jetzt ist er von seinem Wahlkampf so in Anspruch genommen, dass er an nichts anderes mehr denkt. Ich bitte dich. Er will doch gewählt werden. Was erwartest du? Ich bin doch nicht seine Frau geworden, um ignoriert zu werden. Vielleicht würdigst du ihn nicht genug. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Ich rede mit Ethan. Ich finde, er ist sehr charmant. Natürlich ist er charmant. Zu anderen. Das ist ein Teil von ihm. Das gehört bei einem Politiker ganz einfach dazu, weißt du? Aber es ist gar nicht so leicht, zusammenzuleben, das sag ich dir. Und? Hast du die Heirat bereut? Nein, so würde ich es nicht nennen. Ich meine, nein, natürlich nicht. Ich will nur nicht, dass du den Eindruck hast, er wäre der perfekte Ehemann. Das ist alles. Ich denke, es wird langsam Zeit, dass du wieder auf den Boden kommst. Was heißt das? Na, du kommst hier rein und tust so, als wärst du zu gut für den Laden. Das ist schon okay und ich beziehe es ja auch nicht auf mich. Aber wenn du so tust, als wärst du zu gut für deinen Mann, dann ist das etwas anderes. Weil es nämlich ganz einfach nicht stimmt. Oh, wo hast du denn das nun wieder her? Das habe ich schon eine Weile gedacht. Ich habe es nur noch nie gesagt. Ich schätze, ich habe doch schon einen Schwips und es ist mir so rausgerutscht. Wenn du genug Verstand hast, dann halte zu deinem Mann. Und sei bloß auf der Hut. Denn wahrscheinlich gibt es eine Menge Frauen, die nur zu gern deinen Platz einnehmen würden. Falls Sie nach einer Flasche suchen, die Bar ist da drüben. Danke, nein. Ich sitze hier eigentlich ganz gut. Ich habe mich ehrlich amüsiert, während ich auf Sie gewartet habe. Spielen Sie gerne mit Computern? Computer sind sowas wie die Orakel unserer modernen Zeit. Man weiß nie, was man aus ihnen herauskriegt, aber manchmal ist es sehr nützlich. Wenn Sie die richtigen Knöpfe drücken, dann blitzt das vollständige Leben eines Mannes vor Ihnen auf. Fast so, als wären Sie dabei gewesen. Wollen Sie mir etwa erzählen, dass mein Leben aufgeblitzt ist, als Sie an der Kiste rumgefummelt haben? Was ich sehen konnte, ist, dass Sie geschäftlich ganz schön in der Klemme stecken. Mason, Sie haben ja nicht mal das Passwort. Und selbst meine Telefonnummer kriegen Sie so nicht raus. Wie dem auch sei. Bar Industries steht auf wackeligen Füßen, nicht wahr? Wo haben Sie denn den Unsinn her? Was hat sie Ihnen erzählt? Sie? Oh, Sie meinen Kelly. Die ist eine loyale Angestellte und wird nie ein Geheimnis preisgeben. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Mir geht's gut. Ebenso wie Kelly. Darf ich? Dankeschön. Also, was könnte denn so wichtig sein, dass Sie mich hier aufsuchen? Ehrlich gesagt, ich bin gekommen, um eine Warnung loszuwerden. Das ist alles. Ich kann verstehen, dass Sie anfangen, sich immer mehr auf Kelly zu verlassen und deshalb wollte ich Ihnen der Fairness halber sagen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Mhm. Wieso nicht? Verstehen Sie mich nicht falsch. Sie ist eine wundervolle Frau. Sie hat nur keine besonders gute Hand für Geschäfte. Heißt das, ich soll die Stelle neu besetzen? Ein anderes Mitglied der Familie einsetzen? Vielleicht Sie? Oh, ich laufe nicht herum und rühre die Werbetrommel. Oh, wie bescheiden von Ihnen. Das habe ich nicht nötig. Es gibt genügend andere, die das für mich übernehmen. Ich will auch nur sagen, wenn Sie bei der Auswahl Ihrer Geschäftspartner sorgfältiger vorgehen würden, dann würde Ihre Zukunft rosiger aussehen als jetzt. Das wäre schon möglich. Aber das trifft auch auf Sie zu. Wirklich? Mhm. Soll das heißen, dass Sie etwas wissen über mich? Ganz bestimmt so viel wie Sie über mich. Die Frage ist doch nur, ob Sie auch gewillt sind, Ihr Wissen zu nutzen.
Tut's noch weh oder geht's? Nein, es fühlt sich ganz gut an. Es brennt nur ein bisschen. Ach, ich bin auch zu dumm. Wie konnte ich bei der Hitze bloß einnicken? Aber alle Rothaarigen bekommen schnell einen Sonnenbrand. Solche Dinge lernt man im Kloster überhaupt nicht, erstaunlicherweise. Wirklich nicht? Aus meiner Sicht ist das weniger witzig. Tut mir leid. Mir ist das Lachen jedenfalls gründlich vergangen. Ich lache nicht aus Schadenfreude, wirklich nicht. Wie ist das? Besser. Weißt du eigentlich, dass es deine Schuld ist, dass ich mich jetzt so schlecht fühle? Es ist meine Schuld? Warum das denn? Danke. Naja, du wolltest nichts von dem, was ich vorgeschlagen habe, machen. Und dabei hatte ich eine fantastische Idee nach der anderen. Aber zu allem sagtest du nein. Und schließlich wurde ich müde und bin eingeschlafen. Aber ich wollte doch nur zusammen mit dir im Schatten sitzen. Ich verstehe nicht, wie man bloß so faul sein kann. Ich meine, ich unternehme in meiner Freizeit ganz gerne etwas. Es war aber verabredet, dass wir hier einfach ausruhen. Du warst von Anfang an fixiert darauf, irgendwelche Aktionen zu planen. Fixiert? Also gut, sagen wir begeistert. Du wolltest ständig irgendetwas unternehmen. Also ich fühle mich auch ganz wohl, wenn ich einfach nur hier sitze und mit dir rede. Ich muss nicht den ganzen Tag Skateboard fahren oder blinde Kuh spielen oder sowas. Du bist gern mit mir zusammen? Ja. Das ist ein Wunder bei all den Problemen, die wir zwei hatten. Es tut mir leid, Michael. Ich komme mir vor wie so ein schrecklicher Reiseleiter. Ach was. Ich hatte nur so große Erwartungen dieses Wochenende gesteckt und ich dachte, dass wir viel erleben könnten. Und dann, als meine Freunde abgesagt haben, da hatte ich Angst, dass du das falsch verstehen könntest. Ich war wegen dieses Wochenendes von dem Augenblick an aufgeregt, als ich es dir vorgeschlagen hatte. Was sollte ich denn falsch verstehen? Dass ich es geplant hätte. Oder zumindest alles so arrangiert hätte. Moment mal. Ich dachte, wir hätten darüber gesprochen. Hast du geglaubt, dass ich nicht ehrlich bin? Ich meine, hast du angenommen, dass ich dir unterstelle, warst du deswegen das ganze Wochenende so nervös? Naja, ich dachte schon mal daran. Natürlich, ich weiß, es ist eine dumme Idee, aber jetzt ist es raus und du wolltest es ja wissen. Für so abwegig halte ich die Idee gar nicht, nein. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte sogar auch schon daran gedacht. Hey, ich wollte mich nur kurz bei dir bedanken. Setz dich doch. Ich hatte ein Treffen mit den Jungs von der Hafenverwaltung. Deine Empfehlung hat mir echt geholfen. Hast du den Job? Noch nicht, aber ich hätte ihn, gäbe es da nicht die Probleme mit meiner Lizenz. Sie sagten, wenn das in Ordnung ist, kann ich wieder anrufen. Ach, irgendwas müssen wir deswegen unternehmen können. Vielleicht wäre eine Unterhaltung mit den richtigen Leuten hilfreich. Ich kümmere mich drum. Ich werde derart in deiner Schuld stehen, dass ich es nie wieder gut mache. Ich schulde dir auch noch was, also nur keine Bange. Das ist ein verrückter Fall. All diese Diebstähle ähneln sich irgendwie sehr. Du meinst, weil immer einige Kisten fehlen, aber nie etwas gestohlen wird, das eine Menge Geld kostet oder wertvoll ist? Ja, was die Leute ängstigt ist, wenn sie wenig klauen, können sie genauso gut viel klauen. Wer immer es ist, sie umgehen die Alarmanlage, als wäre sie nicht da. Ja, oberflächlich sieht es aus wie ein Schmuggelunternehmen. Vielleicht schmuggeln sie ein paar Drogen aus Übersee oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, das wäre möglich. Aber das ist noch nicht mal das Merkwürdigste daran. Was ist denn noch merkwürdiger? Ich habe mir ein paar der Anzeigen angesehen. Und eins sage ich dir. Es ist nicht schwer festzustellen, wer dich da raushalten will. Wie soll ich das verstehen? Naja, ein alter Bekannter von uns scheint bis zu den Ohren drin zu stecken. Die Lagerhäuser, die am schwersten von den Diebstählen betroffen sind. Lass mich raten. Sie gehören fast alle zu Bar Industries. Ich weiß, dass du zurzeit keinerlei Interesse an irgendeiner Beziehung hast. Wer hat denn das gesagt? Hast du doch gesagt, oder? Wer sagt das? Damit ich dich richtig verstehe, wir reden über uns, nicht? Ja, natürlich. Ich hab gedacht, wir wären uns einig, dass wir nicht... Aber ja, ja. Na, ich meine, sonst wären wir zwei doch nicht einfach zusammen losgefahren, ohne nicht zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Und gedacht haben wir ja wohl daran, nicht wahr? Läuft das so normalerweise? Ich würde nicht sagen, dass es da Regeln gibt, aber eigentlich... Ich meine, ich denke nicht, dass zwei Menschen normalerweise übers Wochenende auf eine Ranch fahren. Ich halte das nicht für eine Ranch. Ich werde diesen Ort nie wieder eine Ranch nennen. Aber davon rede ich gar nicht. Das wäre doch ganz egal wo. Wir hätten uns nur vorher klar werden sollen, inwiefern die Möglichkeit besteht. Doch da du davon ausgegangen bist, dass das nicht in Frage kommt, wurde es für dich schwierig. Richtig? Absolut. Im Übrigen wäre gestern Abend bestimmt etwas passiert, wenn wir wirklich eine Beziehung zueinander wollten. Richtig? Denkst du das wirklich? Naja, ich... Du meinst, wenn letzte Nacht nichts geschehen ist, dann war's das? Ganz sicher nicht. Das habe ich nicht gemeint. Das habe ich überhaupt nicht gemeint.
Bestimmt erinnerst du dich an die Rebhühner. Ja, natürlich. Die haben wir noch nicht gegessen, nicht? Naja, das war genau das, woran ich gedacht habe. Der Herd funktioniert, also mache ich uns ein paar davon zum Essen. Wie schön, Sie zu sehen. Guten Abend. Hallo, Mason. Hallo. Allerdings bin ich überrascht, dass Sie hier sind, Mrs. Escher. Gina sieht aus, als wäre sie hier zu Hause. Was soll das? Lauerst du mir auf, um mich zu beleidigen? Das ist keine Beleidigung. Du bist überall zu Hause, Gina. Wo immer du sitzt, das ist das wahre Gütezeichen einer Lady. Wissen Sie, ich freue mich wirklich darauf, gegen Ihren Mann zu kandidieren. Ich nehme doch an, Sie unterstützen ihn bei seinem Wahlkampf. Und ich, und ich wollte Ihnen viel Glück wünschen, so wie es sich für einen Sportsmann gehört. Oh, vielen Dank. Es ist sehr nett, dass Sie das sagen. Tja, und ich bin sicher, dass Ethan ganz bestimmt ein würdiger Gegner sein wird. Naja, er will diesen Wahlkampf wirklich sauber führen. Keine Schlammschlachten oder irgendwelche fiesen Tricks. Und es freut mich zu hören, dass Sie das Gleiche vorhaben. Im Gegensatz zu der Prognose, die hier ein paar Leute gemacht haben. Oh, Gina und ich, wir kennen uns jetzt schon so lange. Ich weiß nicht wieso, aber sie denkt immer das Schlimmste von mir. Habe ich irgendwas gesagt? Wissen Sie, ich glaube, dass wir gemeinsame Bekannte haben. Waren Sie nicht Lehrerin in Boston? Quincy High School, habe ich recht? Ja, ganz recht. Die Welt ist wirklich ein Dorf. Ich war Tutor in Quincy während meiner Zeit in Harvard. Ach, wirklich? Welch ein Zufall. Naja, und ich will über meine Gegner so viel wie möglich wissen, auch wenn sie so freundlich sind wie Sie und Ihr Mann. Hatten Sie früher den Kopf rasiert und waren bei den Hare Krishnas? Nein, ich fürchte nicht. Es ist schon eigenartig, aber ich dachte für einen Moment, dass wir mal in Boston zusammen ausgegangen sind. Oh, ich denke nicht, dass einer von uns das vergessen hätte. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, vielleicht war es bei einem der wilden Sommerfeste oder doch beim Winterkarneval? Nein, ich denke nicht. Also, ehrlich gesagt, denke ich das auch nicht, aber wahrscheinlich erinnern Sie mich nur an jemanden. Jedenfalls war es schön, Sie zu treffen. Meine Empfehlung an Mr. Escher. Dankeschön. Ich hab dich gewarnt. Und ich weiß nicht, wovor. Ich meine, er war doch richtig nett, weltmännisch, kultiviert. Ein bisschen nervend, aber das fand ich an Männern schon immer faszinierend. Ja, doch das wird dich nicht mehr faszinieren, wenn er sich gegen dich wendet. Mason wärmt sich nur ein bisschen auf. Deshalb brauchst du meine Hilfe, Laura. Ihr beide, du und Ethan, braucht meine Hilfe, wenn du sie willst. Dann würde ich anfangen, ein bisschen netter zu sein und mir ein wenig zu vertrauen. Mr. Dandy, Mason Campbell. Sehr erfreut. Bruce Castillo hat sie mir schon einmal wärmstens empfohlen. Er sagte, dass sie über alles bestens Bescheid wüssten. No, nicht immer, aber manchmal. Nicht alles, aber das meiste. Also ich hoffe, es fällt in eine dieser Kategorien. Es geht um Informationen. Dann rufen Sie die Auskunft an. Cruz hat leider Ihren sprühenden Witz nicht erwähnt. Sehe ich das richtig, Mr. Dandy, dass Sie arbeiten müssen? Dann habe ich einen Job für Sie. Das ist der Vorschuss. Das käme mir sehr gelegen. Woran haben Sie dabei gedacht? Ich möchte ein komplettes Dossier über Ethan Escher. Das Geld können Sie sparen. Ich meine, er ist im öffentlichen Dienst. Sein Vater war Gouverneur. Damit ist er ein offenes Buch. Das war er immer. Ich sagte ein Dossier. Ich sagte nicht, dass ich seinen Lebenslauf will. Nach meiner Erfahrung hat jeder etwas zu verbergen. Und ich möchte wissen, was Mr. Escher unter den Teppich gekehrt hat. Und Sie durchleuchten jede Person in seiner Nähe. Seine Frau, seine Familie, Fälle, mit denen er zu tun hatte, seine Vergangenheit und was er jetzt tut. Ich will, dass Sie bis ganz tief unter die Oberfläche gehen. Verstanden? Alles klar? Also gut. Ich werde mich gleich ran. Da wir schon dabei sind, sind Ihnen Gerüchte über Robert Barr zu Ohren gekommen? Was denn für Gerüchte? Naja, ob er irgendwelche Schwierigkeiten hat, finanziell oder irgendwas. Ich weiß eigentlich nichts über Barr, aber dein Kumpel Hunt verhält sich in letzter Zeit merkwürdig. Wie? Naja, er verbreitet, dass er ganz nach oben kommen wird und dass er nicht länger Roberts Schuhputzer sein will. Ist das wahr? Sonst noch was? Er wirft mit Geld nur so um sich und benimmt sich wie eine ganz große Nummer. Das ist alles. Danke, das ist gut zu wissen. Lassen Sie sich nicht aufhalten, Sie haben meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr Informationen haben. In Ordnung.
Also ich dachte, die Tage, in denen man von Inspektor Castillo vorgeladen wird, gehörten der Vergangenheit. Betrachten Sie es nicht als Vorladung. Das hier ist eher eine Einladung. Also bloß eine Einladung. Verraten Sie mir, wieso wir uns hier treffen. Das ist der einzige Ort, der mir einfiel, wo wir beide als Gäste bekannt sind. Außerdem sagte ich 6:30. Wo zum Teufel haben Sie eigentlich gesteckt? Es tut mir leid, ich wurde aufgehalten. Ich rief in Ihrem Büro an, um es auszurichten. Sie sagten mir, Sie wären in den Ferien. Ich schätze, das hier ist kein offizielles Treffen. Nennen wir es eine private Untersuchung. Ich bin ganz Ohr. Sehe ich das recht, dass Sie die Beschwerde über Jack Dante eingereicht haben? Ja, mit gutem Grund, meinen Sie nicht? Das ist egal, Sie werden sie zurücknehmen. Die Beschwerde zurücknehmen? Wieso sollte ich das tun? Wir haben gemeinsame Sache gemacht und ich sehe keinen Grund, das Leben meines Freundes zu ruinieren. Ich bin sicher, dass Sie einem Menschen wegen einer Beleidigung nicht die ganze Karriere zerstören werden. Sie sehen das ziemlich persönlich, nicht wahr? Er ist ein Freund von mir, wie ich sagte. Und ich will, dass er arbeiten kann. Sie sind beurlaubt, richtig? Bitte zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Mal sehen, was wir hier haben. Ups. Ups. Anscheinend für immer beurlaubt. Wieso haben Sie gekündigt? Das war nicht mein Wunsch und mich erstaunt ziemlich, dass Sie sich bemühen, überrascht zu wirken. Denken Sie, ich hätte damit zu tun? Überzeugen Sie mich vom Gegenteil. Ich habe keinen persönlichen Hass gegen Sie. Sie haben getan, was Sie tun mussten, um Ihre Frau zu schützen. Ich an Ihrer Stelle hätte das Gleiche getan. Könnte doch sein, dass Sie andere Gründe hatten, mich aus dem Weg zu schaffen. Geschäftliche Gründe vielleicht. Wieder falsch. Wieso suchen Sie nicht woanders? Oh, ist das alles? Ich hätte noch viel zu tun. Was sage ich zu Mr. Dante wegen der Beschwerde? Welche Beschwerde? Danke. Wissen Sie, beinahe hätte ich Ihnen einen Job angeboten, aber ich bin nicht sicher, ob ich selbst noch einen haben werde, bis Sie sich entscheiden. Wirklich? Das überrascht Sie. Ja, doch. Heißt das, dass Sie Ihre Geschäfte aufgeben wollen? Ich würde eher sagen, ich bin dabei, über eine neue Karriere nachzudenken. Und wie kam es dazu? Das sollten wir alle tun. Von Zeit zu Zeit. So bleibt man jung. Ich werde die Geschichte mit Dante klären, sobald ich ins Büro zurückkomme. Ich möchte gern zu Mr. Tonnell. Bitte, kommen Sie rein. Ich fürchte, ich habe nicht viel Zeit, Capwell. Wir wollten gerade essen gehen. Ich wollte Ihnen eigentlich auch bloß sagen, dass ich heute meine Kandidatur für den Staatsanwaltsposten bekannt geben werde und ich wollte, dass Sie es von mir erfahren. Und natürlich würde ich gern wissen, ob Sie mich dabei unterstützen. Nun, dann beglückwünsche ich Sie und wünsche Ihnen alles Gute, aber ich engagiere mich niemals für öffentliche Ämter. Ich dachte, ein Mann wie Sie würde das reizvoll finden. Nicht wirklich. Dabei geht es zu viel um die menschliche Natur und der traue ich ganz sicher nicht. Aber schön, dass Sie gekommen sind, um es zu erzählen. Nun, so viel dazu, aber ich wollte Ihnen auch die Gelegenheit geben, mir ein besseres Angebot zu machen, bevor ich die Erklärung abgebe. Für den Fall, dass Sie zwar interessiert, aber viel zu schüchtern sind, um das Thema anzusprechen. Ein besseres Angebot? Was könnte denn besser sein, als dem Volke zu dienen? Nun ja, das würde ich gern von Ihnen hören. Da muss ich passen. Ein Führungsposten in Ihrer Organisation wäre vielleicht besser. Für mich. Oder nicht? Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass bei Ihnen bald ein Posten frei wird, oder? Es gibt keine Geheimnisse in Santa Barbara, nicht wahr? Vielleicht gibt es nirgendwo mehr Geheimnisse. Aber ich muss sagen, ich finde es bedauerlich. Es ist also wahr? Sagen wir, es liegt vielleicht immerhin im Bereich des Möglichen. Und wenn eine Stelle frei wird, lasse ich es Sie bestimmt wissen. Und in der Zwischenzeit machen Sie ruhig auch andere Pläne. Daran würde ich nichts ändern, wenn ich Sie wäre. Ein Spatz in der Hand? Naja, Sie wissen schon. Hallo. Sie arbeiten aber lange. Nein, ich trödle nur herum. Ich habe gehofft, dass Sie zurückkommen, bevor ich gehe. Das ist aus der Rechtsabteilung und Sie sollten es sich ansehen. Gut. Also, es sieht doch ganz gut aus. Alles, was noch fehlt, ist Ihre Unterschrift. Das ist Ihr Ticket für eine große Zukunft, Kelly. Stimmt etwas nicht?
Ich weiß nicht, ich finde, es geht ein bisschen schnell. Mein Anwalt sollte es sich ansehen, bevor ich unterschreibe. Jemand wie Mason oder Julia? Es kann nichts schaden, eine zweite Meinung Sie zu kriegen hören. Keine unabhängige Meinung von Insidern. Ich weiß schon, was die sagen werden. Sie werden ihnen sagen, dass sie naiv sind oder noch schlimmer, ein Dummkopf. Es wird heißen, überlass die Geschäfte den Capwell-Männern. Sie werden ihnen die alten Zweifel in den Kopf setzen und ihnen sagen, dass ich sie vielleicht manipuliere. Liegen Sie damit so falsch? Glauben Sie, ich will sie reinlegen? Nein, aber das muss ja nichts heißen. Vielleicht ist das so ein Manöver von Ihnen. Wovor fürchten Sie sich? Das ist keine Furcht, sondern Misstrauen. Lassen Sie mich Ihre Zweifel zerstreuen, okay? Hier sind eingebaute Sicherheiten. Ich habe Wert darauf gelegt. Es ist so geschrieben, dass alle Profite gemeinschaftlich gehalten und verwaltet werden. Und falls mir etwas passiert, fällt alles an Sie. Immer noch Zweifel? Ich weiß nicht. Vielleicht erscheint mir das Ganze zu gut. Lassen Sie sich davon nicht aufhalten. Ich habe eine andere Frage. Welche? Wieso heißt es der Verein der Opernfreunde? Ah, gefällt es Ihnen nicht? Ich verstehe nur nicht den Sinn dahinter. Da ist kein Sinn dahinter. Ist eine Morde von mir. Oder haben Sie was dagegen? Also, was sagen Sie? Alles, was von Ihnen verlangt wird, ist ein kleiner Vertrauensbeweis. Und als Gegenleistung erhalten Sie die Gelegenheit, auf die Sie schon immer gewartet haben. Vielleicht kommt sie nie wieder. In Ordnung. Sie haben gewonnen. Nein, ich mache Gewinne. Genau wie Sie. Sie ist 20, bildhübsch und ihre Mutti heißt Ornella. Nike Mutti ist heute Abend mein Gast. Außerdem kommt Steffis Bruder, der Rennfahrer Michael Graf. Und die vier Golden Girls werden endlich einen Hahn im Korb haben. Mich. Roy Phillips aus Amerika wird Feuer spucken. Aus den Ohren. Ehrlich, heute Abend in der RTL Nachtshow. We'll be right back.